Ich fange mal an mit etwas, was man leicht übersehen könnte. Die drei Freunde sind auch, jedenfalls teilweise, verwandtschaftlich miteinander verbunden. Denn Peter Bergers Frau, Brigitte Berger, ist Hansfried Kellners Schwester. Hier gibt es also einen verwandtschaftlichen und beruflichen Zusammenhang, den man kennen muss. Gleichzeitig wird deutlich, dass wir hier mit einem leichten Altersunterschied arbeiten müssen. Der Jüngste sitzt links außen, ist 83 Jahre alt geworden, die beiden anderen sind jeweils 88 Jahre alt geworden. Der Jüngste wiederum von den beiden oder der Jüngere von beiden ist Peter Berger. Wir haben es hier zu tun also mit Verwandtschaftsbeziehungen auf der einen Seite und Arbeitsverhältnissen auf der anderen. Und das ist insofern wichtig, als beides häufig ineinander spielt. Für die Arbeiten von Peter Berger gilt, es wird häufig übersehen, dass Brigitte Berger einen großen Anteil daran hatte, auch in der Zeit und vor allem in der Zeit an der Boston University. Das Gleiche ist bei Thomas Luckmann der Fall, dessen Arbeiten sehr stark geprägt sind, das ist heute auch häufiger zur Sprache gekommen, durch die Zusammenarbeit mit seiner Frau Benita Luckmann. Und später durch die Zusammenarbeit mit seiner Lebensgefährtin Renate Lachmann, einer Sprachwissenschaftlerin und Slawistin. Also hier gibt es Arbeitsverhältnisse, die über die Person hinausreichen, aber im engeren personalen Umfeld sind. Das zu vernachlässigen wäre, wenn man diese drei Personen kennt, falsch. Für Hansfried Kellner, um die Frau zu nennen, die für ihn die größte Bedeutung hatte, das war seine Schwester, soweit ich das sehen kann. Also Brigitte Berger, Brigitte Kellner. Die drei haben einen gemeinsamen Start gehabt an der New School in New York. Das hat sie miteinander verbunden. Das war der Start durch harte Kurse in Phänomenologie, die sie erlitten haben, wie sie mir sagten. Das hat sie alle miteinander verbunden. Also Arbeitsethos plus Faszination einer bestimmten Philosophie. Mit diesem gemeinsamen Start enden aber fast schon die Gemeinsamkeiten. Auf zwei komme ich später noch zu sprechen, denn danach verzweigt sich das sehr deutlich. Es werden Unterschiede zwischen Berger und Luckmann deutlich. Für alle, die sich mit den Schriften beschäftigt haben, ist das unverkennbar. Einmal im Bereich der Religionssoziologie. Da gibt es kaum Überschneidungen. Das hier auszuführen würde zu lang dauern. Da gab es auch ziemlich heftige Auseinandersetzungen, freundschaftliche Auseinandersetzungen. Das gilt auch für die politische Soziologie, die Berger präferiert hat, die aber wiederum Luckmann nur in geringer Zusammenarbeit mit Berger überhaupt thematisiert hat. Das gilt für die Methodologie, für die sich Berger überhaupt nicht mehr interessierte nach einiger Zeit und für Methodendiskussion, für die aber Luckmann sich interessierte und übrigens Kellner auch. Das gilt für die strenge Phänomenologie, an der Luckmann festgehalten hat, die aber Berger vernachlässigte, wäre fast noch untertrieben. Und es gilt vor allen Dingen für ein Naturverhältnis, das die einen hatten und der andere überhaupt nicht. Für Thomas Luckmann ist sein Verhältnis zur Natur und die Beobachtung von Natur beim Fliegenfischen unter anderem, aber auch beim Jagen, immer so etwas gewesen wie ein praktischer Test auf Phänomenologie, das heißt praktischer Test auf Beobachtung. Und nun verbalen Verhaltens, weil Forellen relativ wenig reden. Das Gleiche gilt für Hansfried Kellner, der Thomas Luckmann beim Fliegenfischen begleitete. Und die beiden standen häufig nebeneinander dann mit ihren Wartstiefeln in den Flüssen und fischten, um dann anschließend Theorie zu betreiben bei einem ordentlichen Glas Rotwein. Für Berger spielte die Natur gar keine Rolle. Also, dass er sich von ihr fernhielt, gehörte zu seinem Lebensstil. Vielleicht ist eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich war mit ihm und Samuel Huntington, übrigens auch mit Hansfried Kellner, in der Ford-Stiftung zu einer größeren Tagung. Und wir wussten alle, dass während der Tagung eine Sonnenfinsternis, eine komplette Sonnenfinsternis stattfinden würde. Das passiert nicht sehr häufig. Als diese Sonnenfinsternis kam, strömten alle nach draußen, Hansfried Kellner und ich auch, ich hatte sogar eine Brille mitgenommen. Wer sitzen blieb, war Peter Berger, der sagte,
Sonnenfinsternisse sind nicht sozial. Dem kann man nicht widersprechen, aber es zeigt, in welcher Weise das Verhältnis dieser drei zur Natur sich unterschied. Die Gemeinsamkeiten, die dann aber sehr bedeutend waren, auch in Bezug auf die Theorien, will ich auch nennen. Alle drei waren entschiedene Gegner eines Konstruktivismus. Wenn man sie Konstruktivist nannte, haben sie alle drei allergisch reagiert. Aus Gründen, die wir vorhin schon diskutiert haben, die ich nicht wiederholen will. Das Zweite war, dass sie tiefe Skepsis hatten gegenüber der Modernität, dem Bewusstsein, modern zu sein, also nicht der Moderne, sondern Modernität und Bewusstseinsformen der Modernität. Für Luckmann war das am deutlichsten zu erkennen, wenn er sich amüsierte über die Post-Turns. Das war für ihn eine Metapher für Briefträger, aber auf gar keinen Fall für die Bezeichnung von Paradigmen. Und schließlich waren sie allesamt so etwas wie distanziert gegenüber der Gesellschaft, die sie beschrieben haben. Man kann sich kaum eine größere Beobachtungsdistanz, außer bei Irving Goffman, da habe ich das in ähnlicher Weise erlebt, vorstellen, als bei diesen dreien das der Fall war. Zum Schluss mache ich etwas, was ich sonst nicht mache, aber hier kann ich mich auf empirische Daten einigermaßen stützen. Ich gebe Ihnen Selbst- und Fremdtypisierungen, für die ich Belege habe. Ich fange mal mit Peter Berger an. Er selbst typisiert sich als heterodoxen Lutheraner. Die Fremdtypisierung geht auf seine Religionssoziologie zurück und die heißt, er ist ein religiöser Soziologe. Das hat ihn nicht besonders gekränkt, das hat ihn aber auch nicht besonders erfreut. Das ist aber einigermaßen typisch. Für Luckmann heißt die Selbstdefinition phänomenologischer, also mir gegenüber Nachdenker, Betonung von nach. Nicht Nachdenke, sondern Nachdenker. Nicht Aufklärung, sondern Abklärung. Und die Fremdtypisierung stammt von Peter Berger, der gesagt hat, Luckmanns größter Traum sei es wahrscheinlich gewesen, als Kürassieroberst der KUK-Gesellschaft in Wien einzureiten, mit einer schimmernden Rüstung. Herr Luckmann aus einem alten Halbadelsgeschlecht Sloweniens, also der KUK-Dynastie, stammte. Schließlich Kellner typisierte sich selbst als einen sinnierenden Lebensphilosophen. Das ist etwas, was wir auch praktisch an ihm, du wirst das sicher gleich mal schildern, erleben konnten. Und die Fremdtypisierung stammt von Luckmann und mir, das ist eine gemeinsame Arbeit, nämlich fliegenfischender Schachspieler mit dem Hang zur Expedition in Dickichte der Lebenswelt. Denn Hansfried Kellner war ein Stadtmensch, aber nicht in dem Sinne, dass er ein Bourgeois gewesen wäre, das war unter anderem auch, sondern jemand, der Billard, Kneipen, Schachlokale, Trinklokale aufsuchte, nicht nur zur Forschung, aber auch. Und das war für ihn ein Teil seines Lebensstils. So, wer hat das alles gesagt? Derjenige, also wer hat es gesagt? Die Schweizer Frage. Ja. Ich, und für mich gibt es auch eine Typisierung von Thomas Luckmann, das sei der katholischste aller Protestanten. Und damit höre ich auf. Das Urteil, dass sich Berger aus Phänomenologie nichts machte, müssen wir so akzeptieren, weil das sozusagen aus der nächsten teilnehmenden Beobachtung stammt. Vielleicht zeigt sich aber in dem weiteren Verlauf der Präsentation, dass dem doch nicht ganz so war. Aber bevor wir dazu kommen... Bevor wir also dazu kommen, wird Bert Schnetter ein paar, oder
nicht ein paar Worte, seine Worte über Thomas Luckmann sprechen. Ja, Thomas Luckmann war der älteste der hier drei Gewürdigten und er ist in vielfacher Hinsicht den beiden anderen Geehrten, mit denen er, Hans-Georg Söffner hat das erläutert, akademisch und freundschaftlich auf je besondere Weise verbunden war, vorangegangen. Unbehaglichkeit war keine Kategorie für Thomas Luckmann, der am 14. Oktober 1927 in Slowenien geborene und am 10. Mai 2016 in seiner Wahlheimat Kärnten verstorbene, hätte die Moderne wohl eher als unerträgliche Zumutung bezeichnet. Luckmann war ein passionierter Theoretiker und empirischer Forscher aus Überzeugung, dessen umfassende und vielfältige Studien ihn letztendlich zur Soziologie geführt haben. Die Vorfahren Luckmanns stammten aus dem Fraul und dem Oberkrain und sein Familienname verweist epidemiologisch auf die Berufsbezeichnung Weinberghüter. Geboren im alten K&K-Grenzland in Jesenice im Königreich Slowenien war Thomas Luckmann die Monokultur fremd. Mit großer Selbstverständlichkeit wuchs er in dieser Region ursprünglicher kultureller Vielfalt mit slowenischer Muttersprache auf und erbte ebenso den charmanten österreichischen Akzent seines Vaters. Thomas Luckmann war zeitlebens ein mächtiger Mann, ein Hüne mit auffälliger Distanz zur Macht. Er besuchte die slowenische Grundschule in Jesenice, dann das altsprachliche Gymnasium in Ljubljana. Später, nachdem kommunistische Partisanen seinen Vater erschossen hatten, wechselte er nach Klagenfurt. Als junger Bursche aus dem Grenzgebiet, das später dem Großdeutschen Reich einverleibt wurde, geriet er 1945 nach kurzer, freiwilliger Weltkriegsteilnahme bei der Luftwaffe der Wehrmacht. Erst, wie er betonte, unfliegend und bedauerte, später in den chaotischen letzten Kriegstagen übergeleitet zu den Fallschirmspringern, ohne, wie er sagte, je einen Fallschirm gesehen zu haben, nach einem Lazarettaufenthalt und Rückzug bis zur Alpenfestung in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach Kriegsende holte er im zerstörten Nachkriegs-Wien die Matura nach und später dort und in Innsbruck Sprachwissenschaft, Psychologie, Kirchenslawisch, Ägyptologie, französische Philologie und Philosophie, Geschichte und Germanistik zu studieren. Die erste große akademische Zäsur beginnt 1951, als er in die USA ging, um an der New School zu studieren, wo er von der Philosophie zur Soziologie wechselte. Dort erhielt er seine intellektuelle Prägung, dort lernte er bei Schütz und Kerns Phänomenologie und dort traf er auch Peter Berger und Hansfried Kellen. Als Thomas Luckmann 1966 nach Frankfurt kommt, ist die Studentenrevolte im vollen Gang. 1970 folgt er dem Ruf an die frisch gegründete Reformuniversität Konstanz, wo er bis zu seiner Emeritierung lehrte. Damit sind die großen Stationen seiner sich über Kontinente erstreckenden akademischen Karriere nur skizziert. Wie ist es nun um Thomas Luckmanns Verhältnis zur Moderne? Das ist zwiespältig und auffällig, zieht sich durch sein soziologisches Werk, und zwar nicht nur das religionssoziologische, eine schon bei Durkheim auftauchende dichotome Typologie, bei der immer wieder die Form der archaischen, der modernen Gesellschaft gegenüberstellt, wobei sich, ähnlich wie bei Berger, Skepsis gegenüber der Moderne ausdrückt. Oder genauer, der fraglose Freiheitsgewinn, der sich den Mitgliedern moderner Gesellschaft bietet, ist notwendig mit einer Reihe unwiederbringlicher Verluste erkauft. Am deutlichsten wird es das in seiner Figur des Flickerlteppichs. Den Ausdruck Patchwork-Identität vermied er aus dem zeitdiagnostischen Schlussteil der unsichtbaren Religion. Luckmanns Werk umspannt zahlreiche Forschungsgebiete, seiner Unterteilung nach protosoziologische ebenso wie soziologische, wobei sich die Liebe zur empirischen Forschung
wie ein roter Faden durch die akademische Karriere zieht. Das beginnt bei den weniger bekannten Gemeindestudien, bei der für das Karl-Mayer-Projekt über Kirche in der Nachkriegszeit ganz Deutschland im Isetta durchquert und emsig Daten erhob. Doch von dieser Art der Gemeindesoziologie wendet er sich ab und kritisiert die verengte Kirchensoziologie seiner Zeit mit großer Schärfe. Das mündet in sein späteres Buch The Invisible Religion, das zweifellos die Religionssoziologie revolutioniert hat, seinen Keim aber in einer kleinen Rezension in der Kölner Zeitschrift hatte. So überrascht es nicht, dass Wohlrab Saar in einem Aufsatz, sie titulierte ihn 1960, Luckmann 1960 und die Folgen, meint damit also nicht die Invisible Religion, sondern diese kleine Rezension, dieses Datum als folgenreichste Wende für das Fach markiert. Luckmann zeichnete das Verbinden der Kulturen und das Überschreiten von Grenzen aus. Er schrieb Deutsch, publizierte Englisch, auch Französisch, Slowenisch und Spanisch. Seine Werke sind in 2 Dutzend Sprachen übersetzt und wirken nicht allein in die Soziologie, sondern entfalten ihren Einfluss in Theologie und Religionswissenschaft, in Sprachenwissenschaft, Geschichte und Philosophie. Das liegt an seinem Verständnis von Soziologie als einer Grundlagenwissenschaft, entwickelt auf dem Boden einer phänomenologisch fundierten Sozialtheorie, gerichtet auf die großen Fragen, aber artikuliert mit der offenen, unpräzensiösen Sprache, derer er sich zu bedienen verstand. Luckmann konnte sehr klar und deutlich formulieren. Er besaß einen überaus scharfen Geist und seine Ausdrucksweise war bestechend. Er hasste, wie er sie nannte, alle Konfusionsräte und distanzierte sich mitunter ausdrücklich von Fehldeutungen und falschen Vereinnahmungen seiner Werke. Konstruktivist wollte er partout nicht genannt werden und eine phänomenologische Soziologie hielt er für ein hölzernes Eisen. Er war derart auf einnehmende Weise traditionell und allen Moden zutiefst abgeneigt, dass er aktuelle Strömungen im Fach selten kommentierte und wenn, dann meistens abschätzig. Was bleibt? Die Sektion Wissenssoziologie ist Thomas Luckmann auf besondere Weise verbunden. Denn von seinen Leistungen profitiert sie enorm. Zusammen mit Hans-Georg Söffner war Luckmann entscheidend an der Gründung der Sektion beteiligt, die damals noch Sprachsoziologie hieß. Er gründete das Konstanzer Archiv, er prägte die Konstanzer Soziologie, sich stets weigernd, diese Art von Soziologie eine Schule werden zu lassen. Schließlich bilden seine Arbeiten zu den kommunikativen Gattungen Ausgangspunkt, Grundlage und Reibstein, von dem aus Hubert Knoblauch, einer seiner produktivsten Schüler, zusammen mit anderen in unserer Sektion an einer Erneuerung wissenssoziologischer Theorie im Rahmen eines ambitionierten Programms des kommunikativen Konstruktivismus arbeitet. Wäre Thomas Luckmann mit dem zufrieden, was sich heute Wissenssoziologie nennt? Ich glaube, vieles würde ihn sehr befremden. Aber die Vitalität und die Vielfalt, mit der in unserer Sektion geforscht und gearbeitet wird, würde ihn sicherlich beeindrucken und auch ein wenig stolz machen. Man kann das als Mahnung verstehen. Von Labeling sollten wir uns hüten. Wer aber die Strukturen der Lebenswelt nicht tiefgehend studiert hat, sollte sich überlegen, ob er bei uns Mitglied sein kann. Jörg Bergmann hat Thomas Luckmann einmal treffend als einen Charismatiker charakterisiert, der die Macht des Charisma verabscheute und der zutiefst davon überzeugt war, dass die Begegnung von Angesicht zu Angesicht Ursprung aller Sozialität ist, war und auch sein wird und das trotz Internet, trotz elektronischer Kommunikation. Dass die Wirklichkeit eine gesellschaftliche Konstruktion ist, haben wir von Luckmann und Berger gelernt. Das wird bleiben, das Motto ist weltbekannt, die Buchinhalte oft weniger. Thomas Luckmann war, wie Hans-Georg Söffner es ausgedrückt hat, ein bodenständiger Weltbürger, lokal verwurzelt in seiner selbstgeschaffenen, symbolisch verdichteten Heimat nahe den Karawanken, geboren am Rand des alten Kakanien, seit 1953 aber amerikanischer Staatsbürger, einer Nation, die sich ja selbst oft als Prototyp der modernen Gesellschaft versteht.
begeisterter Bergwanderer und Fischer, der aber nie im Trüben fischte, der sich vor allen Dingen aber nicht scheute, in seinen Warthosen auch die schwierigsten Wege zu gehen, auf der Suche nicht nach den dicksten, sondern nach den interessantesten Exemplaren, vor allem jenen, die ihre Faszination erst auf den zweiten Blick preisgeben. Diese Haltung prägte auch sein akademisches Credo. Genauigkeit, Liebe zum Detail, wobei er weit weniger geneigt war, die Welt aus einer einzigen Nussschale zu deuten. Vielmehr gelang es ihm immer, minutiöse Detailanalysen mit einer systematisch-historisch gebildeten Übersicht zu verknüpfen, Gesellschaftstheorie zu betreiben. Seine berühmten, weit ausgreifenden Tafelbilder zeigten das im Prozess. Auf diese wahrlich erhellenden Darlegungen in vivo werden wir nun verzichten müssen. Das bleibende Zeugnis aber sind die aufgeräumten, bestechend präzise formulierten Schriften von Thomas Luckmann. Lesen Sie sie. Ja, diese Empfehlung sollten wir in der Tat beherzigen, aber nichtsdestoweniger sind auch die Schriften der weiteren zwei hier zu Ehrenden empfehlenswert, wenn auch zugegebenermaßen die von Berger heutzutage nicht mehr politisch korrekt sind, jedenfalls nicht in jeder Hinsicht. Aber vielleicht hören wir dazu mehr. Es hat ihn nicht interessiert, die Phänomenologie. Er hat selber immer gesagt, er sei nie über den Vorhof hinausgekommen, während Luckmann in die innersten Gemächer der heiligen Hallen vorgedrungen sei. Aber andererseits, insofern, Herr Huber, haben Sie natürlich schon recht, also wenn er sich gerade in dieser Zeit, in der Homeless Mind erschienen ist, wenn er sich mit Bewusstsein beschäftigt hat, dann war für ihn das Phänomenologie. Und wenn ich die Bemerkung von Bernd aufgreife zur Frage, wie war das nun mit dem Unbehagen an der Modernität, dann muss man sagen, bei Berger war es wahrscheinlich das Maximum der Gefühle, der negativen Gefühle, Unbehagen, das er der Modernität gegenüber entwickeln konnte. Das war auch das Zerwürfnis mit Ivan Illich. Das war ja die Zeit, in der die beiden Bergers, also Brigitte und Peter, sehr intensiv mit Hans-Fried Kellner zusammengearbeitet haben. Und der Hintergrund war eine Einladung von Ivan Illich nach Mexiko. Und da sind sie erst Bergers allein und dann in einem Sommer Hans-Fried Kellner dazugekommen. Und es ging im Grunde darum, ein Buch zu schreiben, in dem die Hauptsorge von Illich aufgegriffen werden sollte. Das war nun aus der Perspektive von Berger ein Mittelalter-Utopist, der hatte einfach, für den war die Moderne wirklich sozusagen das Feindbild und das Mittelalter war das, was im Grunde die Traditionen der Indigenen bewahrt hat. Und er sagt, das ist zerbrochen, also sie wollten Kellner mit in diese Autorengruppe mit hineinnehmen und es ist zerbrochen, wie Illich entdeckt hat, dass sie eben diese ablehnende Haltung gegenüber der Modernität oder der Moderne so nicht aufbringen konnten. Und dann haben sie sich entschieden, dieses Buch dann eben in abgewandelter Form anders zu schreiben. Pumpkin Eater. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen. Es ist ein Film von 1964. Es geht darin um eine Frau aus der amerikanischen gehobenen Mittelschicht, die ungewöhnlich viele Kinder geboren hat. Peter Berger hat sich in seinen vor wenigen Jahren verfassten akademischen Memoiren, man weiß eigentlich alles, er hat alles über seine Biografie gesagt, hat sich in diesen Memoiren einmal selber als Pumpkin Eater bezeichnet. Nur dass seine Kürbisse Bücher seien. Wie diese Frau ginge es ihm nur gut, wenn er ein neues Buch austrage. Unwohl sei ihm immer nur in den Zeiten zwischen den Schwangerschaften. Deshalb hat er sich dann eben auch in Zeiten größter Langeweile am Romanschreiben versucht und wenn das irgendwie erfolgreich gewesen wäre, dann hätte er sicherlich weiter Romane geschrieben und auch dieses Humorbuch, Erlösendes Lachen, ist in so einer Zwischenbuchzeit entstanden. Ja, er wusste nicht, an was er arbeiten soll und dann war das Schreiben das Wichtigste. Bibliorö ist der Begriff, den er selber für diese Krankheit erfunden hat.
Damit erweist er sich auch hier als kein Freund der Psychoanalyse. Die Geschichte von Pumpkin Eater geht nämlich so, dass das Leiden der Protagonistin damit beginnt, dass sie kurz nachdem sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen hat lassen, die Untreue ihres Ehemanns entdeckt, dessen Geliebter ein Kind von ihm erwartet. Ihre Entscheidung für den Abort geht die Deutung des Arztes voraus. Sie trage deshalb so viele Kinder aus, weil sie den ordentlichen Zustand der Schwangerschaft den ihr messihaft erscheinenden ehelichen Pflichten unbewusst vorziehe. Sie können mir glauben, dass mir nichts ferner liegt, als Peters Leidenschaft für Bücherschreiben nun tiefenanalytisch zu deuten. Ich habe keine Ahnung, wie er sich gefühlt hat, wenn er kein Buch in der Röhre hatte. Ich nehme an, dass wenn er ein Buch schrieb, dann hat ihn das beflügelt. Und wir wissen, dass er das auch sehr schnell gemacht hat. Aber beflügelt hat ihn sehr, sehr viel Verschiedenes. Auch wenn er eine große Tagung vor sich hatte, war er aufgeregt. Ich meine, dass Schreiben seine Berufung war, dass er darin seine Berufung gefunden hatte, im Sinne von jemandem, der an Berufung glaubte. Davon war er überzeugt. Er kam ja auch aus Palästina nach Amerika im Alter von 18 und hat dort in Palästina eine intensive Glaubenssuche hinter sich gebracht. Autodidaktisch, sagt er, hat sich da sozusagen diesen lutherischen Protestantismus als Glaubensüberzeugung ausgesucht, erarbeitet. Und er war, wie er dann ankam, überzeugt davon, dass er zum lutherischen Pastor berufen sei. Und deswegen ist für ihn die Geschichte mit der New School dann so wichtig, weil er dann tatsächlich die Soziologie entdeckt hat. Und ich meine, und er hat das selber auch mal gesagt, wenn man ihn morgens um 3 wecken würde und ihn fragen würde, wer er sei, dann würde er sicherlich nicht sagen Soziologe. Aber ich nehme an, dass Schreiben dass in der Antwort etwas wäre, worum es um Schreiben ging. Das Schreiben hatte meines Erachtens für ihn am meisten Wert. Und zwar nicht nur, das auch, für sein eigenes Wohlbefinden, für sein Ego, sondern weil er damit am meisten Menschen erreichte. Und das wollte er. Ja, insofern ist sozusagen religiöser Soziologe oder missionarischer Soziologe sicherlich eine treffende Beschreibung. Deshalb ist es allen, die ihn kannten, ein Trost, dass er bis zum Schluss schreiben konnte. Er hat der letzte Eintrag in seinem Blog ist am 17. Mai 2017, also 5,5 Wochen vor dem Tod, online gegangen. Das war ein Blog, den schrieb er für die Zeitschrift The American Interest, eine sehr konservative Zeitschrift, über Religion and Other Curiosities. Und das Schreiben dieses Blogs hatte er, würde wohl sagen, im methusalemischen Alter von 80 Jahren begonnen. Es mussten also nicht Bücher, es konnten auch kleinere Kürbisse sein. Wie mit Pumpkin Eater verhält es sich übrigens bei dem Buch, dessen deutscher Titel für die heutige Gedenkfeierparty steht. Der Titel lehnt sich an Sigmund Freuds Unbehagen an der Kultur an. Sie haben jedenfalls nicht widersprochen, wie man im Deutschen diesen Titel gewählt hat, aber sie haben die Analyse nicht übernommen, wobei Justin Stagel und vielleicht auch Joachim Renn das Buch gar nicht so weit von so einer Kulturkritik entfernt sieht. Bei seinem letzten großen Kürbis, Many Altars of Modernity, das er dann, man könnte sagen, abrahamitisch mit 85 ausgetragen hat, hat es Modernität nicht mehr in den Titel geschafft, in den Deutschen. Da heißt es Altäre der Moderne. Daran zeigt sich, und auch das ist wichtig, wenn man über Peter spricht, dass ihn die Übersetzungen seiner Bücher nicht interessiert haben. Also es hat ihn interessiert, dass sie übersetzt wurden, dass sie in so viele Sprachen übersetzt wurden, aber es hat ihn nicht interessiert, was damit passiert. Bernd und ich haben es erfahren, wie wir die Einladung nochmal neu aufgelegt haben. Ja, da ging es um die Frage, sollen wir da nochmal was verändern? Und diese Mitteilung, die er immer wieder gesagt hat, ja, man hat uns gefragt, ob wir an der gesellschaftlichen Konstruktion was ändern wollten oder jetzt da an der Einladung oder sowas. Das war sehr konkret, weil natürlich, das ist die Erfahrung, machen nicht viele, wenn Bücher immer wieder neu aufgelegt werden und übersetzt werden, dann ist das eine dauernde Frage, eine konkrete Frage, nicht nur eine Journalistenfrage, sondern eine sehr konkrete, willst du bitte was tun an dem, wir machen eine Zweitauflage oder Drittauflage. Und dann hat er da kategorisch sich eben nicht nur bei der gesellschaftlichen Konstruktion, sondern bei den meisten Büchern dagegen verwehrt, dann das nochmal
anzunehmen. Das war sozusagen der eine Grund, ne, warum, so in so einem, warum sich diese Titel, die, auch andere Bücher, da sind die deutschen Titel häufig nicht so wirklich günstig, es hat ihn nicht so wahnsinnig interessiert, aber, und das ist vielleicht der wichtige Punkt, er war terminologisch, ich würde sagen, tiefenentspannt. Anders als Thomas Luckmann war ihm Begriffsarbeit Wortklauberei. Und das letzte Buch ist der beste Beweis dafür. Er hat in dem Buch, das kurz vorher, ein paar Jahre vorher mit Anton Seiderfeld zusammen, das er geschrieben hat, wenige Jahre vorher erschienen, A Praise of Doubt, Lob des Zweifels, hat er eine sehr, sehr strikte Trennung vorgenommen zwischen Pluralität als empirisch fassbare soziale Realität und Pluralismus als Ideologie bzw. Einstellung, die man für begrüßenswert erachtet. Trotz dem wiederholt erklärten Widerstand gegen Ismen und Bewertungen nennt er in Many Altars of Modernity das gesellschaftliche Faktum der Pluralität dann Pluralismus. Weil, das erläutert er dann auch im Vorwort, Plurality im Englischen einfach nicht geläufig sei und er dauernd irgendwie erläutern musste, was er jetzt damit meint und deswegen ist Pluralismus einfach einfacher. Mit Many Altars of Modernity bezieht sich Peter explizit auf Schmuel Eisenstadts Multiple Modernities und es gilt ja generell als Referenz für Ansätze, die den Verflechtungen von Religiösem und Nicht-Religiösem auf der Spur sind. Auch für das, du hattest sie gerade schon erwähnt, für Monika Wohlrab-Saars Multiple Secularities. Peters Thema sind nun Multiple Pluralities. Die Vervielfältigung religiöser Sinnangebote, die Vielzahl von Narrativen, die den säkularen Diskurs fordern und die Koexistenz eines religiösen und säkularen Diskurses. Ja, also verschiedene Pluralitäten. Parallel dazu, ja, und jetzt greift er explizit auf Homeless Mind zurück, parallel dazu bilden sich entsprechende Strukturen im Bewusstsein aus. Die Ausgangsthese des Buches lautet, alle Institutionen haben Korrelate im Bewusstsein. Diese Vorstellung, dass Säkularisierung eine Entsprechung einerseits in Kulturgesellschaft, andererseits im Bewusstsein haben muss, die steht schon in Sacred Canopy. In pluralistischen Gesellschaften stehen wir aber eben nun nicht mehr unter einem sakralen Baldachin, sondern nur noch unter mal größeren, mal kleineren Schirmen symbolischer Sinnwelten. So hat Silke stets das mal bildhaft ausgedrückt und man könnte hinzufügen, an den Schirmrändern tropft es alternative Sinnbotschaften herunter, wenn die Schirme überhaupt dicht sind. Wir springen zwischen diesen Schirmen hin und her, wir landen in Pfützen und es ist ziemlich ungemütlich, unbehaglich. Daraus erwachsen gesellschaftliche Spannungen und dem Einzelnen Belastungen. Insofern hätte das letzte Buch auch Unbehagen an der Pluralität heißen können. Es ist insofern eine Fortsetzung von Unbehagen an der Modernität, als Berger mit der Säkularisierungsthese zwar die Pfadabhängigkeit Modernisierung-Säkularisierung zurückweist, aber nicht Modernisierung-Pluralisierung. Die Moderne pluralisiert, konstatieren Berger und Seiderfeld in Lob des Zweifels zweifelsfrei. Was dann geschieht, was dann losgeht, hat Berger als Relativierungshexenkessel beschrieben. Aus dem es nur einen Ausweg, nämlich den in die Häresie gebe. Statt der Säkularisierungsthese, die er Ende der 60er Jahre im zweiten Teil von Sacred Canopy ausgebreitet hat, aber auch entgegen der These von der Desäkularisierung oder Counter-Secularization, die er 20 Jahre später dann vertreten hat, vertritt Peter nun nochmal 20 Jahre später eine Sowohl-als-auch-Position. Also es ist so eine Art echter Nachher-Spring-Prozession, die sich da vollzieht und kommt zu einer Art Synthese. Menschen sind nicht entweder religiös oder nicht religiös, sie sind beides. Beides zugleich, jedenfalls viele, vielleicht nicht hier im Raum, vielleicht nicht in Westeuropa, aber da draußen. Der moderne Mensch kommt seines Erachtens aber ganz gut damit zurecht, zwischen verschiedenen Diskursen oder Relevanzstrukturen, wie Berger in Anlehnung an Alfred Schütz sagt, zu jonglieren, manövrieren, das sind die Begriffe, die er in seinem Buch wählt. Denn, und hier greift er nun explizit auf Homeless Mind zurück, wir sind mit Multirelationalität gerüstet.
ein Bewusstseinsfeld, das Peter, Brigitte und Hansfried 73, also in der deutschen Fassung 73, als mit der Institution der technischen Produktion korrelierend herausgearbeitet hatten. Multirelationalität korrespondiert, passend zu unserem Kongressthema, mit der enormen Vielfalt von Beziehungen, ich zitiere die drei, Beziehungen zu anderen Menschen, materiellen Gegenständen und abstrakten Entitäten. Die daraus resultierende Komplexität erfordert multirelationale Synchronisation. Diese Anspannung des Bewusstseins, die charakterisiert ist, das ist ein Zitat aus Homeless Mind, durch die flinke Bereitschaft, sich auf fortwährend wechselnde Erscheinungskonstellationen einzustellen, diese Multirelationalität ermöglicht es modernen Menschen, in Sekundenschnelle zwischen koexistierenden religiösen und säkularen Diskursen hin und her zu wechseln. Er geht also von zwei Bereichen mit unterschiedlichen Relevanzstrukturen aus, wobei gesamtgesellschaftlich der Säkulare über den Religiösen dominiert. Pate für seine Idee des Codewechsels, wie Nancy Emmerman, seine ehemalige Kollegin von der BU, das mal ausgedrückt hat, Pate für diese Idee des Codewechsels steht das Konzept der Multiple Realities und Alfred Schütz' Vorstellung von sprunghaften, zum Teil schockartigen Übergängen in Sinnprovinzen. Für Peter bestand der Witz darin, von religiösen zu säkularen Diskursen hinüberzuwechseln. Er nannte das den Hut zu wechseln. Das hat er sein Leben lang praktiziert, und zwar von Buch zu Buch. Ja, wenn Sie die Reihenfolge der Bücher anschauen, dann ist das jedes Mal sozusagen eine Problemstellung, die stärker soziologisch und dann wieder stärker sozusagen den säkularen Diskurs aufnehmen, ob das nun die Probleme sind, die Religion in Moderne hat, die Kirchen haben oder die ein religiöser Mensch hat, das hat dann gewechselt, aber es war immer dieses Hin und Her. Ja, mehr noch, der Witz selber ist die Technik, genau dieses zu tun, wenn man mit Anton Seiderfeld den Witz als Möglichkeit begreift, bewusst oder unbewusst, ich zitiere, von einer institutionalisierten Sinnstruktur in eine andere überzuwechseln, ohne die bisherige Rolle und Logik wesentlich zu verändern. In seinem vorletzten Blog-Eintrag, Make Them Laugh, bezeichnet Peter Humor, und er hat sich speziell mit Woody Allens Humor bezeichnet, beziehungsweise allgemeiner mit Sophistication, as capacity to cross borders between different cultural relevances. Der Witz, diese kurzen Geschichten mit überraschendem Schluss, von denen er bekanntlich ein nie zur Neige gegenes Reservoir hatte, der Witz ist die Technik, solche Grenzen plötzlich und unvorhergesehen von anderen unvorhergesehen zu passieren, ohne viel Aufhebens, ohne Anstrengung, was aber nicht heißt folgenlos. Witze lockern auf, Witze lassen vieles besser ertragen, sie entschärfen die Stimmung, sie sind zumindest für Gläubige Signals of Transcendence. Witz und Humor sind aber auch nicht ungefährlich, weil sie zeigen, dass die Realität anders sein könnte. Ganz anders. Gerade der jüdische Humor in seiner Abweichung von der herrschenden Logik bzw. deren sezierender Zuspitzung hat dieses entlarvende Moment. Peter zufolge geht es als intellektuelle Methode des Pilpud aus dem Talmudstudium hervor, bei dem der zentralen Bedeutung des Gesetzes dadurch Rechnung getragen wird, dass es fortlaufend studiert, disputiert, das Gesetz und auf neue Situationen übertragen wird. Es ist eine Form dialektischer Argumentation, die sehr feine Unterscheidungen trifft, Dinge zusammenfügt, wieder auseinandernimmt und so weiter. Diesen Erkenntnisstil, den haben die drei in Homeless Mind als Abstraktion und Komponentialität bezeichnet. Er eignet sich keineswegs nur für das Talmudstudium, sondern ist laut Berger den Erfordernissen der Modernität hervorragend angepasst. Und in seinem Humorbuch zeichnet er nach, wie die jüdische Kultur Osteuropas mit dem Eintreten der Emanzipation im 19. Jahrhundert aus ihren jahrhundertelangen Schranken des Städtels ausbricht und sich insbesondere in den Metropolen der österreichisch-ungarischen Monarchie Budapest, Prag und Wien zu einer komischen Kultur eigener Art vermischt, im vom Duft zu vieler Tassen Kaffee und vom Qualm zu vieler Zigaretten durchzogenen Kaffeehaus als Hort esoterischen Pointenwechsels.
Und er fährt selber fort. Es ist herzzerreißend, wenn man manchmal noch heute in diesen Gegenden, wo buchstäblich kein jüdischer Witzeerzähler mehr übrig ist, schwache Echos dieser ganz besonderen Komikkultur belauschen kann. Dieses Echo ist seit dem 27. Juni 2017 wieder etwas schwächer geworden. Und ich habe mich gefragt seit diesem Tag, was Peter wohl am wichtigsten wäre, das von ihm in Erinnerung bleibt. Ich denke, es ist, dass er humorvoll war. Einer, dem Witz ein Mittel der Erkenntnis, auch der Selbsterkenntnis war. Dem Witz natürlich selbstbestätigender Austausch war, auch korrigierender Austausch und schließlich Trost. Trost, an dem er auch für andere nicht gespart hat. Schreiben war ihm Berufung, Witz war ihm ein Lebenselixier. Denn, und ich zitiere ein letztes Mal Peter Berger, die Modernität schaffte einen großen Teil des Zaubers ab, mit dem der mittelalterliche Mensch noch gelebt hatte. Aber die illusionslose, allzu rationale Welt der Moderne schuf ihre eigenen Widersprüchlichkeiten. Der moderne Humor mag eine Folge dieser Entwicklung sein, sowohl als ihr Ausdruck wie als eine Reaktion dagegen. Solange der moderne Mensch noch über sich lachen kann, wird seine Entfremdung von den Zaubergärten früherer Zeiten nicht vollständig sein. Die neue Wahrnehmung des Komischen mag die Achillesferse der Modernität sein und ihre mögliche Rettung. Ja, das Unbehagen in der Moderne, an der Moderne bleibt, Erinnerung an Hans-Fried Kellner. Wissenssoziologie zu betreiben, das kann auch bedeuten, dem Unbehagen an der Moderne, in der Moderne Gehör zu verschaffen, ohne dabei den normativen Gehalt der Modernisierung, etwa den Respekt vor der individuellen Freiheit, zu dementieren. Die Wissenssoziologie vermeidet es, die Distanz zu jenem Dementi durch Pathos zu erkaufen, nicht zuletzt indem sie analytisch auf der Unhintergehbarkeit subjektiver Intentionalität beharrt. Und dieses Motiv macht sich umso stärker geltend, je intensiver die Wissenssoziologie sich des Husserlschen Erbes undogmatisch, aber trotzdem beharrlich immer wieder aufs Neue vergewissert. Das und wie das möglich ist, das konnte man von Hans-Fried Kellner lernen. Das Subjektive war für ihn zeitlebens hervorragender Fokus und Maß der akademischen Arbeit. Mehr noch, fern davon die Paradoxien subjektivistischer Theorie und Forschung zu verkennen, verstand Kellner es meisterhaft, die phänomenologische Haltung von der lebensweltlichen Seite aus, im Modus der intellektuellen Lebensführung, indirekt zu repräsentieren, als eine performative Ergänzung, als eine Einbettung, ja als eine Kultivierung des akademischen Habitus, des offiziellen Forschungs- und Lehrprogramms. War ihm doch die Krisisschrift sicher zwar ein souverän abrufbarer, kognitiv jederzeit verfügbarer Wissensbestand, mehr aber noch war sie ihm Quelle für eine Intuition. Eine Intuition, die diesseits des Sagbaren verkörpert werden muss, in der Forschung, in der Lehre und im Leben. Hans-Fried Kellner gehörte und gehört weiterhin zur Tradition, zum Bestand, zum Programm und zur Zukunft der etablierten Wissenssoziologie, sowie die Wissenssoziologie ihrerseits Leben und Arbeit Hans-Fried Kellners geprägt hat. Er war Teil und Träger, das haben wir jetzt auch schon gehört, der heute schon klassischen, phänomenologisch, aber auch philosophisch, anthropologisch und pragmatistisch inspirierten Wissenssoziologie der ersten Nachkriegsgeneration. Schon ab 1961 studierte Kellner in New York an der New School for Social Research bei bedeutenden Phänomenologen wie Aaron Gurwitsch, Werner Marx und Dorian Cairns. Er traf auf Hannah Arendt und, wie wir ja schon wissen, schließlich auf Thomas Luckmann und Berger, mit dem ihn eine lebenslange Zusammenarbeit und Freundschaft verbinden sollte. Über etliche Stationen hinweg, ab 1965 zurück in Deutschland, als Assistent unter anderem bei Tenbruck, auf Professuren erst in Darmstadt, dann bis zu seiner Emeritierung 1999 in Frankfurt, vertrat Hans-Fried Kellner
seine ganz eigene, viel lieber in actu vorgeführte als deklaratorisch verkündete, implizite Konzeption unverstellter soziologischer Erfahrung. Eine in ihrem Sinn für Humor ganz kellnersche List der Vernunft fügte es dabei, dass er in Frankfurt den ehemals von Adorno besetzten Lehrstuhl übernehmen sollte. Das ist nur äußerlich besehen ein schroffer Richtungswechsel. Es findet sich in der kellnerschen Zugangsweise zum soziologischen Datum so manche tiefliegende Affinität zu konstitutiven Motiven der Positivismuskritik Adornos. Zu jenen nämlich, die vollkommen jenseits konservativer Kulturkritik die Empfindlichkeit pflegen für die Beschädigungen subjektiver Autonomie. Nur, dass Kellner weniger als der Vorgänger Zuflucht empfahl in der vergleichsweise esoterischen Kunst. Kellners Heros wäre, wenn er einem solchen überhaupt einen Platz hätte gewähren wollen, eher der brave Soldat Schräg gewesen. Wie dieser konnte Kellner den fatalen Ambivalenzen der Modernisierung die feinste Sensibilität für ihre komische Seite entgegenhalten und in dieser komischen Seite den Spielraum bemerken für die subjektivierenden Abweichungen von den Konventionen der stahlharten Gehäuse. Das hat er getan, als einer, der wie sonst kaum jemand Witze erzählen konnte, als einer, der die Gründerväter des Fachs mit größtem Ernst wie mit feiner Ironie zu vermitteln wusste, und als einer, der als Lehrer seine Größe gerade dadurch entfaltete, dass er sie einem niemals aufgedrängt hat. Unbehaglich waren Hansfried Kellner dem einfühlsamen Phänomenologen die Verfügungen der sozialen Apparatur über die individuellen Pfade durch die Lebenswelt. Sicher war der diskrete, virtuose, indirekt gelingende Intersubjektivität sich aber darüber, dass die tölpelhaften Anstrengungen zu einer totalen Durchfunktionalisierung der Lebensführung an den Resistenzen subjektiver Insubordination immer wieder werden scheitern müssen. Insofern nahm die bei Kellner phänomenologisch, aber auch an Max Weber geschulte und kultivierte Distanz gegenüber einer illusionären Modernisierung zwar durchaus die Form eines Unbehagens an, aber diese Reserviertheit blieb immun gegenüber einem Kaprizieren auf das Tragische, weil diesem das Lachen fehlt. Hansfried Kellner hatte vor nun schon über 40 Jahren bekanntlich und wie schon erwähnt mit Peter Berger und Brigitte Berger das Unbehagen in der Modernität in einer einflussreichen Arbeit gleichnamigen Titels explizit untersucht. Wenige Werke aus dem Gesamtprogramm der Wissenssoziologie der Nachkriegszeit waren, wenn auch empirisch geerdet, so eindeutig zugleich grundlagentheoretisch und zeitdiagnostisch angelegt. Im Unterschied vielleicht zu den manifestartigen sozialen Konstruktionen von Berger und Luckmann, dem allround-kompatiblen Bestseller unter den wissenssoziologischen Monographien, münden die Reflexionen über das Unbehagen explizit ein in den soziologischen Strom einer Theorie der Moderne. Man muss den Zeitkern in Rechnung stellen. Zu Beginn der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts war der soziologische Diskurs der Moderne durchaus noch fortschrittstrunken. In Paris wurde zwar bereits das Subjekt in Grund und Boden geschrieben, wenn auch mit Bezügen auf eine schon damals alte Gestalt der Phänomenologie, aber in Frankfurt hatte Habermas zum Beispiel eben gerade noch in den Kellern des Instituts für Sozialforschung nach der verbotenen Frucht des Marxismus gefahndet. Parsons hatte sich gerade erst den zarten ethnomethodologischen Protesten zu erwehren, nachdem er Jahrzehnte zuvor Schütz und damit die höfliche Erinnerung an den subjektiven Sinn ebenso schroff wie nachhaltig hatte abtropfen lassen. Zum Beispiel die Luhmannsche Systemtheorie war dem Vorwurf sozialtechnologischen Zynismus noch kaum ausgesetzt worden und die Universitäten erschienen dem hörbaren und sich hörbar machenden Nachwuchs höchst reformbedürftig und dies im Horizont einer streng moralisch gefärbten Gewissheit der traditionslöschenden Machbarkeit menschlicher Verhältnisse. In dieser Landschaft also formulieren und analysieren Berger, Berger und Hansfried Kellner das Unbehagen der Modernität explizit mit methodischer Beharrung auf dem subjektiven Wissen und dem subjektiven Sinn. Im Original heißt es The Homeless Mind, sodass die Referenz an das Begehren personaler Intentionalität nach Behausung schon im Titel den Verdacht auf eine reine Verlustrechnung nähert. Doch dahin verirrt sich dieses,
von heute aus gesehen über weite Strecken erstaunlich hellsichtige und vor allem ambivalenztolerante Werk keineswegs. Konservative Kulturkritik hat es immer gegeben als Begleitmusik von Modernisierungsprozessen, durchaus auch als verschobene Artikulation von Kollateralschäden der vermeintlichen Melioration der Gesellschaft. Das Unbehagen in der Modernität hat die feine Linie jedoch nie überschritten, welche die kritische Aufklärung über die Aufklärung von einem melancholischen und defätistischen Traditionalismus trennt. Der Ton der Arbeit bleibt in Distanz zur Fetischisierung der Modernität illusionslos, gegenüber der Verführung zur konservativen Kulturkritik aber getragen von einer impliziten Humanität, einer Sympathie für die Verführbarkeit und die Verletzlichkeit der Person. Mehr noch, vielleicht als bei den anderen beiden Autoren, war hier und blieb für Hans-Fried Kellner das treibende und das organisierende Motiv die phänomenologische Leidenschaft für das prekäre, immer wieder aber auch komische Verhältnis wechselseitiger Transzendenz zwischen dem Subjekt und den sozialen Institutionalisierungen. Unaufgeregt und eher leise ist er dabei allezeit auf vorzugsweise praktische, tätige, performative Weise der Maxime erfahrungsoffenen Forschens gefolgt. Auf eher performative Weise, weil Hans-Fried Kellner dabei von der großen Geste, ebenso von der expliziten Erklärung, genauso aber von der technischen Regulierung der Methode Abstand gehalten hat. Weil er demgegenüber eher zeigte als sagte, wie es zu machen sei. Wie es zu machen sei, die richtige Mitte zu halten zwischen den Standards der großen Tradition und der Offenheit für das mit Neugierde und Sympathie zu erschließende Phänomen. Zwischen der akademischen Professionalität und der engagierten Begegnung mit dem Alter Ego, mit den Kollegen und den Schülern, die ihr lieber und besser durch den klugen Witz an der richtigen Stelle überzeugen, als durch den schneidenden Einwand übermächtigen konnte und wollte. Hans-Fried Kellner war ein begeisterter Phänomenologe, ein großer Freund der durchaus grüblerischen Theorie, wie eben auch der sorgfältigen Empirie. Er war ebenso ein leidenschaftlicher Kenner und Liebhaber der Literatur, wie er auch Liebhaber der Physik war. Er war ein passionierter Schachvirtuose, der allerdings aus bestimmten Gründen dem Wettkampf entsagte, und Fliegenfischer. Er war neben all diesem ein großzügiger Kollege und Lehrer. Viel mehr konnte man bei ihm lernen als etwa nur positives Wissen oder akademische Erfolgsstrategie. Er vermochte zu lenken, ohne zu dominieren. Er verstand sich auf eine empathische Feinsteuerung von Resonanz, ohne daraus Theorie oder Programm machen zu müssen. Und er konnte aus dem scheinbaren Widerspruch zwischen einer beinahe physiognomischen Hemdsärmeligkeit und der tiefen Ehrfurcht vor dem großen Gedanken eine unverwechselbare Einheit hervorgehen lassen, eine Einheit aus entwaffnendem Gelächter und ansteckendem Ernst in der Sache. Seine verlässliche, unaufdringliche Freundlichkeit, seine Leidenschaft für die Mehrdeutigkeiten des Gegenstandes und für den Witz, der in der Sache stets auch zu finden ist, sie sind allerdings mehr als Momente einer nur privaten Charakteristik. Sie bleiben substanzielle Konstituenzien einer seriösen wissenssoziologischen Empirie. Sie gehören als eine sehr spezielle, ganz uneitle Variante der Humanität zum Kernbestand einer Wissenssoziologie, die ihre Sensibilität für das Unbehagen in der Moderne nicht aus den Augen verliert. Nur wenn die Wissenssoziologie hier dem Beispiel Hans-Fried Kellners folgend aus der konstitutionslogischen Metapher des subjektiven Sinns auch noch den Bezug zur prekären Humanität modernisierter Lebenswelten heraushört. Nur so lange verläuft sich das Programm einer soziologischen Rekonstruktion von sozialen Konstruktionen nicht in der technischen Sterilität und theoretischen Indolenz einer vielleicht nur auf Marktanteile rechnenden Positionierung. Im Juni dieses Jahres ist Hans-Fried Kellner in München verstorben. Wie Thomas Luckmann, Peter Berger, so übergibt auch Hans-Fried Kellner ein großes Erbe an die Späteren. Die großen Vertreter der Wissenssoziologie gehen, das Unbehagen in der Moderne bleibt. Das intellektuelle Leben, das im Akademischen beheimatet, dort aber nie so ganz zu Hause ist, ist ohne Hans-Fried Kellner ärmer geworden.
Auch das ist unbehaglich. Aber daran weder zu verzweifeln noch abzustumpfen, das konnten viele von uns von Hansfried Kellner lernen. Und das bleibt. Danke. Ja, vielen Dank. Moment, ich habe am Anfang darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltung auch seine rituellen Seiten hat. Und zu dem Ritual gehört es, dass die Gemeinde die Kirche nicht verlässt, bevor sie die Ermahnung nicht wahrgenommen hatte. Und nun können wir uns überlegen, was für eine Ermahnung uns mal die drei, die an ihrem transzendenten Ort irgendwo weilen, und sei es nur in unserem Gedächtnis, mit welcher Ermahnung sie uns sozusagen auf den Weg geben wollten. Wir haben gehört, dass sie eine Distanz, eine ironische Distanz gegenüber den ideologischen Zwängen, den moralischen Zumutungen und den modischen Erscheinungen im akademischen Leben gepflegt haben und haben auch vernommen, dass sie ihre akademische Rolle nicht so ganz ernst genommen haben. Diese ironische Distanz, denke ich, sollten wir befleißigen. Wir sollten uns vielleicht dessen bewusst werden, dass wir die Wissenschaft ernst zu nehmen haben, unsere Position und unsere Eitelkeiten in diesem Betrieb allerdings nicht allzu übertreiben sollten. Die Ermahnung ist zu Ende.